Karen Wetterhahn ging am 14. August 1996 wie gewohnt in ihr Labor zur Arbeit. Sie war Chemieprofessorin am Dartmouth College in New Hampshire und forschte an der Giftwirkung von Schwermetallen. In ihrem Fach kannte sie sich vermutlich so gut aus wie sonst niemand auf der Welt. Daher reagierte sie auch nicht panisch, als ihr an jedem Tag ein Missgeschick passierte. Ein oder bestenfalls wenige Tropfen von dem Methylquecksilber, eine farblose, süßlich riechende, aber hochgiftige Flüssigkeit, tropfte versehentlich auf ihre Hand. Doch Wetterhahn hielt sich stets an alle Sicherheitsvorkehrungen. So auch heute. Sie trug schließlich Gummihandschuhe, also ist zum Glück nichts passiert, denkt sie. Monate später musste sie sich erst mühsam an diesen Vorfall erinnern. So belanglos schien er. Ungefähr 3 Monate danach fing sie an, immer wieder in Wände zu laufen. Vielleicht weil sie abgelenkt war und nicht aufpasste, dachte sie. Doch auch Autofahren wurde immer schwerer. Als sie fast mal einen Unfall baute, fragte sie von da an ihren Ehemann, ob er sie zur Universität fahren könnte. Erst als sie starke Bauchschmerzen hatte und in kurzer Zeit 15 Kilo Gewicht verlor, ging sie zum Arzt. Dort wurde nach Blut- und Urintests klar, dass sie eine schwere Quecksilbervergiftung hatte. Die Quecksilberkonzentration in ihrem Blut betrug das 80-fache des toxischen Schwellenwertes. Die Quecksilberwerte waren zwar rückläufig, der Schaden aber bereits getan. Etwa 5 Monate nach dem Vorfall zeigte sie typische Anzeichen einer Quecksilbervergiftung, wie Gleichgewichtsstörungen und undeutliches Sprechen. Auch das Schreiben mit der Hand wurde ihr fast unmöglich. Des Weiteren berichtete sie von Kribbeln in der Hand, kurzen Lichtblitzen in beiden Augen, Rauschen in den Ohren, Schwindelanfällen und eingeengterem Blickfeld. Alles Anzeichen für neurologische Schäden. Trotz sofort begonnener Schelatt-Therapie, die bei der Schwermetallentgiftung erfolgreich eingesetzt wird, verschlechterte sich ihr Zustand rapide. Nur 3 Wochen später fiel sie ins Koma. Einer ihrer ehemaligen Schüler sagte, ihr Mann sah, wie ihr Tränen über das Gesicht liefen. Ich fragte, ob sie Schmerzen habe. Die Ärzte sagten, dass es nicht so aussah, als ob ihr Gehirn überhaupt Schmerzen wahrnehmen könnte. Die lebenserhaltenden Maßnahmen von Wetterhahn wurden schließlich am 8. Juni 1997 ausgeschaltet. Nicht mal ein Jahr nach dem tödlichen Kontakt war sie tot. Wetterhahns Tod schockierte nicht nur die gesamte Chemieabteilung in ihrer Universität, sondern auch die Aufsichtsbehörden in den USA, da die versehentliche Exposition erfolgte, obwohl sie alle zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Maßnahmen ergriffen hatte. Dazu gehörten die Verwendung von Latexhandschuhen, eine Abzugshaube und die Einhaltung der üblichen Sicherheitsverfahren. Nachdem Wetterhahns Quecksilbervergiftung entdeckt worden war, testeten ihre Kollegen verschiedene Sicherheitshandschuhe gegen Dimethylquecksilber und stellten fest, dass das kleine, apolare Molekül in Sekundenschnelle durch die meisten Handschuhe hindurch diffundiert, viel schneller als erwartet. Daher wird jetzt empfohlen, beim Umgang mit Dimethylquecksilber Handschuhe aus Kunststofflaminat zu tragen.